Ja, und mit diesem Pfiff geht's weiter vom Let's Play Train Fever. Ja. Wir gucken nochmal, was wir hier jetzt machen können, genau für die Strecken. Wie viele Leute eingeladen? 30 Leute. Schweine, geht doch. So. Wieso macht Train Fever eigentlich immer so? Ich glaube, das hängt damit zusammen, an welcher Stelle man guckt. Jetzt will er zum Beispiel so eine Rundung machen. Wenn ich in der Mitte anfasse, wird es gerade. Das ist eine neue Erkenntnis. So, wir machen erstmalig einen Gewinn in diesem Jahr. Aber wir müssen diesen Gewinn noch weiter steigern. Wir brauchen noch mehr Linien. Die dritte ist ja gebaut. Jetzt müsste sie nur noch in Kraft gehen. Aktiv werden. Ja. Hey, wake up. Da stupst mich jemand an. Hallo und herzlich willkommen zurück nach diesem Absturz. Ja, der Corny hat mich angestupst. Ich habe Train Fever minimiert. Daraufhin hat Train Fever nicht mehr weitergemacht, ist abgestürzt. Ja, und jetzt dürfen wir hier im Safe Game von 1910 weiterspielen. Sag doch mal hallo, Corny. Hallöchen, liebe Zuschauer. Ja, Hashtag Cornys Schuld, würde ich mal sagen. Okay, und diesmal war es nicht Fireflyer. Der Yannick hat sich da gerade ein wenig herumgeswitcht im TS, ich hab das alles im Blick. Der Kopue Bix, oder wer? Ja, natürlich. Der Kopue Bix. Nennt man einfach Yannick, das ist... Ja, so, solange er nicht hier rein switcht, ist mir das egal. Ich möchte nur erwähnen, ich spiele gerade The Hunter. Ja, ein cooles Spiel. Conny spielt gerade The Hunter, was ich mir irgendwann mal überlegt habe, vielleicht. Das ist richtig entspannend. So. Welche Bauvorhaben stehen denn heute am Programm? Was willst du denn überhaupt erreichen? Was ich heute erreichen will? Eine dritte Eisenbahnlinie einrichten. Ja. Güterzug oder... Also eher Person. Güter für den Güterverkehr. Güter führen bei mir immer zu Let's Fails. Das ist nicht ganz so schön. Jedes Mal, wenn ich eine Güterstrecke baue, dann fällt die irgendwie. Aha. Und das ist nicht ganz so schön. Komm, leihen wir uns doch mal so viel. Jetzt kaufen wir uns halt die A3 Fünftel. Plus 3 Donnerbüchsen. Hier ist irgendwo Donner. Jetzt weisen wir die Linie 1 zu. Das ist momentan die schnellste Lok mit 100 Stundenkilometer. Ja, wir spielen gerade im Jahr 1910. Was erwartest du da? Stimmt.
Die 200 wirst du noch nicht schaffen, oder? Gut. Jetzt klingelt das Telefon gerade. Das heißt, ich darf nochmal unterbrechen. Bis gleich. Hallo zurück. Jetzt nach dem dritten Anfang. Ja, meine Mutter hat angerufen, hat mich um einen Gefallen gebeten. Ich habe ja momentan 2 Tage sturmfreie Bude. Yes! Was, das ist sturmfrei? Das hast du mir gar nicht gesagt. Ja, komm doch vorbei, Corny. Okay, gut, dann bin ich morgen um 14.36 Uhr bei dir. Wenn du jetzt losfährst, kommst du wohl auch noch heute Abend an. Nein. Wieso nicht? Weil, keine Ahnung. Rock die ÖBB. Habt ihr so bescheuerte Fahrpläne? Nee, eigentlich ist es jetzt ihr draus spielt, weil 4 oder 5 bis, na sagen wir mal 10% der Strecken sind in Österreich, vor allem da. 90% für in Deutschland, das heißt, ihr seid schuld. Ahaha. Hashtag Corny ist schuld. Ich bin echt immer und allem schuld. Ja. Du bist auch schuld daran, dass mein Flirt noch nicht eingetroffen ist. Ja, was kann ich dafür, wenn diese blöde Auslandsüberweisung nicht funktioniert? Wenn wir es nicht begreifen, was wir da eingeben müssen. Ja. Ich schicke dafür. Ich weiß nicht, schicke es da einfach so. Ich habe dieses Jahr dann eine Auslandsüberweisung. Die wird dann auch nicht funktionieren. Doch. Nee. Wenn du die einfach nur auf mein Konto machst. Ich wüsste ja, wann das Geld da ist. Ach, ich finde das gerade so idyllisch, also wenn sie das Spiel spielen wird, kauft sich bzw. lädt sich unbedingt der Hand da, aber das ist so richtig entspannt. Das Beste war ja immer noch mein Livestream gestern, ne? Mhm. Der war ja sehr professionell. Wieso? Aber es haben immerhin immer mehr als 2 Leute zugeschaut, Erik. Ja, Simu for You hat zugeschaut. Du musst den Frenkel öfter als Werbeträger missbrauchen. Ja? Hi Harald, dürfte ich auf deine Glatze Werbung auftragen? Nein, der Frenkel hat mir ja versprochen, wenn ich wirklich einen sehr großen Stream machen will, dann soll ich ihn anschreiben. Aber ich bin froh, dass gestern nicht so viele Leute zugeguckt haben. Wobei Simu for You, der Phil hat ja gesagt, dass er schon schlimmere Streams gesehen hat. Wobei ich glaube, er wollte mich einfach nur aufmuntern. So schlimm war das jetzt auch wieder nicht. Ich habe 7-mal eine Zwangsbremsung gehabt. Ja, und? Jetzt los? Für einen werdenden Lokführer ist das... Vor allem, wenn ich einmal mit Rob Spielt in Kontakt kommen will, der ist Lokführer, der würde mich auslachen. Was sagt er denn dann bei mir? Bei mir fangen wir gar nicht mit zum Lochen an, da grabt er sich gleich sein eigenes Grab, oder wie? Ja, so in etwa. Aber da fährt die 100 Stundenkilometer schnelle Lok auch schon. Die macht zwar momentan ein Minus von minus 626.000. Es ist nur Deutsche Bahnniveau. Das ist nur normal. Ja. Ich meine, das wird sich gleich auch verbessern. Aber sobald wir gleich Geld bekommen, sollte ich vielleicht mal anfangen, das Geld dann zurückzuzahlen. Achso, du hast den Kredit aufgenommen. Ja. Du Gangster, du. Der Map ist überhaupt nichts los. Rote Hose. So, ich esse gerade währenddessen ein bisschen Cashewkerne.
Er hat 28 Leute geladen. Der Kartenname ist etwas anstößig. Der heißt Hirschfelden. Ja, das ist. Finde nicht so gut. Gibt er ein Saarfelden, das Saarfelden in Tirol übrigens. Und ich muss einfach irgendwas Sinnloses sagen, sonst wäre nicht bezahlt. Aber wie willst du dann steigern, wenn du keine Personen befördern kannst, sonst ja, ich weiß es auch nicht. Dieses Spiel ist mir zu kompliziert. Welches? Twain Fever? Ja. Ach. Mein Gott. Obwohl Locomotion, ich erinnere mich so an die Zeiten, wo ich das privat gespielt habe, dann hatte ich da so riesige Bahnhöfe und dann standen da immer so 1000 Leute. Vielleicht sollte ich hier wirklich mal probieren, hier eine höhere Ausnutzung zu erreichen. Vor allem, ich habe hier seit Jahren ein Busbahnhof stehen, aber hier fahren gar keine Busse lang. Wersthofen, Nebengleis. Ich bin jetzt gerade richtig Angst gekriegt, wie ich auf den TS geschaut habe. Hoffentlich switcht er nicht over, Was denn? Nein, ich sag nichts. Schau einfach nicht, ich hab das schon geregelt. Wollte jetzt der Janis kommen, oder was? Ja, wir wollten nur Ding spielen. Weißt du, wenn der jetzt hier in den Channel gekommen wäre, ne? Dann ist mir umgebracht. Ich hätte ihn umgebracht, ich hätte ihn gebannt, auf ewig. Und ich hätte ihn dann wieder entbannt. Dann hätte ich dich gebannt, aber dich hätte ich dann wieder entbannt, weil ich dich ja noch brauche. Ich bin ein Nutzobjekt, Ja, ich nutze dich aus. Oh, das ist dann viel halt. Das ist dann wirklich viel halt. Vor allem eine ganz große Organisation. Ihr kleinen gelben Pissnöcken. Ihr nutzt mich ganz schön gewöhnlich aus. Die Post oder was? Der wird's nicht sagen. Ach, dein Arbeitgeber. Ja. Naja. Ist in vielen Firmen so. Es war nur Scherz. So. Ich liebe Cashewkerne. Ehrlich? Ja. Ist meine Lieblingsnuss. Interessant. Weil. Ich bin gerade mit mir selber wieder mal total überfordert. Weißt du, einen Hirschluckruf mitgenommen? Ich meine, wie lustig, ich mische das eigentlich immer, gell?
Ich misch immer, wenn du Train TV spielst, spiel ich einfach irgendwas anderes. Ja. Das bin typisch Iga. Das bist du. Aber das war's auch wieder für diese Folge. Ich würde sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei meinen anderen Projekten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und bye bye. Tschüss.